Okay, dreh dich wieder um. Bam. Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja. Am besten wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Hallo? Tum, sag mal hallo. Ich werde jetzt auch mehrere Folgen hintereinander spielen. Ich werde jetzt nach jeden 15 Minuten einen Stopp machen, weil wer spielt nur 15 Minuten? Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Gut, ja, wie gesagt, wer spielt denn ein Spiel nur 15 Minuten? Klar, könnte ich nach 15 Minuten einen Schnitt machen und sagen, auf Wiedersehen und so weiter, bla bla bla. Aber nein! Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Gehst du mir auf den Keks? Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Wer ist völlig sie? Durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Vielleicht sind wir das? Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Okay, die Treppe runter. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Nö. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ich packe. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Oh nein, Höhenangst. Ah, schon wieder runtergesehen. Ich kann dich gar nicht loslassen, um dir den Schreck einzujagen. Schade. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Alter, wie viele? Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay. Und alles Schalter. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, alles Schalter. Oh oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Lass Problem. Dich auch Wollen hier. Mal sehen. Oh oh. Nein, gut. C. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh nein, 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 nein. Oh, nein, wir waren nein, das wirklich. Nein, nein. Ja. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Oh oh. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Oh. Du Monster, Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Was ist denn jetzt mit unserem kleinen Freund? Ist der jetzt tot? Liegt er einfach nur in der Ecke? Das wäre echt schade. Oh, das geht ja richtig rund hier.
Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Das Doppelportalgerät, wie früher, uhu. Oh, hier spricht alles, hier brennt alles. Da ist sie. Warte. Oh, danke. Mach hoch damit. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Aha! Ist das der richtige? So, und wo soll ich jetzt lang, bitte? Ein Weg zurück zum Testbereich. Ne, da bin ich ja wieder hier. Ist ja falsch. Da oben bestimmt, hä? Gehen wir mal da oben drüber und schauen. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Ja, dann erzähl mal was von dir. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Dass wir dann wieder 60 Jahre testen? Ich glaube, naja. Sie hat einen Festplattenspeicherschaden. Oder was auch immer mit was auch immer sie betrieben wird oder worauf sie das alles speichert. Teil 2, der Kaltstart. Verzeih das Chaos, ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Was war das jetzt? Toll, was bringt mir das jetzt so? Ach so. Komme ich da jetzt so rüber? Klasse Idee. Muss doch da irgendwie hinkommen jetzt auch. Oh, heiß. Heiße Sache. Vorsicht, Laser, Kopf. Kopflaser. Doppelsprung, irgendwas, Hilfe dafür? Ich fühle mich gerade schon wieder ziemlich, naja. Achso, ja. Was ist denn heute nur mit mir los, bitte? Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Vielleicht habe ich mit den 5 bis 10 Folgen falsch gelegen, weil auf dieser Anzeigetafel eben stand schon wieder 1 bis 22. Ja, so kann man sich vertun, wenn man es nicht kennt, aber schätzen war noch nie mein Ding. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Einer müsste in der Ecke sein? Die Dinge. Hey, war das nicht unser Freund? So,
Soll das jetzt sein hier? Bringe ich mich gleich um wahrscheinlich so. Ah. Und dann, pass auf, und zack. Wie ein Profi. Scheint nicht schwer gewesen zu sein. Und jetzt? Ja, und jetzt. Nein, ich will meinen Würfel wieder haben. Gib. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Woher willst du das dann wissen? Oh Mann. Irgendwie, ja, weiß ich jetzt noch nicht genau, was auf uns zukommt nach den ganzen Tests. Aber lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Wenn ich hier leider nicht so viel zum Sprechen komme, tut es mir ehrlich gesagt leid, aber ich wollte gern oder ich höre meistens gerne zu, was sie zu sagen haben. Ich könnte euch das auch lesen lassen und den Ton runterschrauben, aber ich denke mal, es ist entspannter, auch die Stimme aus dem Spiel zu hören. So, jetzt mal gucken. Da und gibt's hier noch Löcher, wo die hin müssen? Ja. Erstmal da hoch. Knapp? Oh shit, wo kam jetzt der Würfel raus? Da unten. Ich glaube, den brauche ich hier oben. Zack und zack. Shit. Ich weiß noch nicht, wo ich den hinlenken muss, so wirklich. Ah, da oben. Jetzt verstehe ich. Einmal. Na? Das war der. Was bringt mir das? Nichts. Hä, aber irgendwas muss mir... Hat das jetzt da eine Tür aufgemacht oder was? Wow, heißes Gerät. Ich glaube, ich muss nochmal da oben hin und gucken, was hier abgeht. Na! Jetzt stehe ich auf dem Würfel. Wenn ich jetzt da eins hinmache, verbrenne ich mir den Hintern. Na, mach doch mal ein Stück. Gut. Toll, ich muss beides aktivieren. Ich scheine anscheinend hänge ich schon wieder. Da kommt das hin und der Laser geht. Achso, da brauche ich keinen Würfel. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zu. Ich glaube, bei dir hackt's. Dumme Kuh. Naja, jetzt haben wir wieder zwei Folgen geschafft. Ich habe jetzt auch noch einiges zu tun. Deswegen, nach dem Ladebildschirm, also jetzt, willst du noch was sagen? Nein. Verabschiede ich mich von euch. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Schreibt irgendwas in die Kommentare, was immer ihr wollt, Kritik, was euch gefällt, ob ihr es auch spielen würdet und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, sehen wir uns genau hier in der nächsten Folge. Ciao.